Moin Leute! Am heutigen Tag eröffne ich meinen eigenen Sammelkartenladen. Und zwar für Tetramon. Also ich glaube, Tetramon soll sowas sein wie Pokémon. Hey, ich habe meinen Job gekündigt, um meinen eigenen Kartenspielladen zu eröffnen. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Alter, heute ziehen wir die seltensten Karten. Glurak. Ah ja, der Laden heißt natürlich Palettos. Okay, Tetramon. Oh, sieht aber auch ein bisschen aus wie Digimon. Ja, Junge, ey, ich sag's euch, ich habe damals so mein Taschengeld rausgehauen für Pokémon-Karten. Mit Tab öffne ich mein Telefon. Jetzt müssen wir Kartenpakete. Ah, guck mal, Junge, da gibt's sogar so Preise. Oh, ja, hier sind die. Da, 32 Booster-Packs. Ich kauf mal. Wie viel Geld habe ich? Ah, ich habe $500. Ich kauf mal 5 Packs. In den Warenkorb legen und dann kaufen. Sehr gut. Holen Sie die angekommenen Pakete. Ah, guten Tag, Sir. Sie erinnern mich ein wenig an meinen guten Freund Alo. Aber Alo hatte keinen Bart. Ah, jetzt können wir es hier. Paket öffnen. Oh, die Alter, ey, ohne Witz. Ey, das war so eine geile Zeit. Und es gab ja letztens schon mal wieder so den übertriebensten Hype um Pokémon-Karten. Und da haben sie diese ganzen Booster, die ich damals gesammelt habe und so weiter, die konnte man da irgendwie noch kaufen für 10.000 Euro. Ich weiß, irgendwer hatte auch einen Glurak. Und das war damals schon auf dem Pausenhof. Auf gut Deutsch gesagt, der heiße Scheißmann. Das war geisteskrank. So, Preis für einen Boost. Marktpreis ist 2,82. Komm, machen wir glatt. Machen wir 2,90. Fairer Preis. Und dann bin ich immer zu... Damals, stimmt, das habe ich auch letztens in dem Walmart-Video erzählt. Damals gab es noch Walmart bei uns in Oststeinbek. Und da bin ich dann auch mit meiner Oma hin und habe mein Taschengeld auf den Kopf gehauen. Und hatte dann keinen freaking Glurak da drin. Ich wurde einfach gerippt, Mann. So, guck mal hier, kauf mal. Oh, der will die Karten. Nimm dir mehr Booster. Junge, wie geisteskrank das wäre, wenn du jetzt so, wenn ich jetzt genauso süchtig nach Pokémon-Karten wäre wie damals. Alter, ich würde mein ganzes Geld auf... Ja, so wie er. Zack, gib mir deine Kreditkarte. 23,20. Super. Guten Tag, Ma'am. Oh, Alter, sie will auch her. Oha, nur Bares ist Wahres. Ja, ich geb dir 10er glatt. Moin! Hallo, was geht? Kauf dir mal jetzt richtige Booster. Wow. Digga, was ist los? Haben Zeiten oder was? 2,10. Bitte. Ah ja, Shop Level 2 können wir die nächsten Booster freischalten. Zubehör, Figuren. Oha, das sind die einzelnen Junge. Er sieht aus wie Zubat. Sir, warum stinken Sie so? Ich meine, ich hab kein Problem mit Ihrem Körpergeruch. Hauptsache, Sie zücken die Karte. Oh, 104, nee. Punkt 4-0. Super. Alter, warum stinken... Oh! Alter, was für ein Ehrenmann. Und er zahlt bar. Zack. Schnappen Sie sich Kartenpakete im Regal und öffnen Sie sie um neue Karten. Was? Wie, aber jetzt nehme ich selber... Okay, das ist ja geil. Ich kann auch selber einen wegsuchten. Aber dann ist ja auch die Frage, dann brauchen wir bestimmt echt viel Glück, damit wir dann auch so seltene Karten da drin haben. So, okay, ich öffne jetzt selber mal so einen geilen Booster. Krass, jetzt kann ich mir noch 3. Und jetzt? Ich öffne. Oh, ich muss immer... Oh! Bartrang! Alter, Kartenwert scheiße, nur 37 Cent. Mufflin! Ja, der ist ja nichts wert, Mufflin. Nimblis! Junge, das ist ja ein cooles System. Oh, Pidgey. Und, Flami. Klavob, am Ende kommt... Oh, Klavob! Klavob ist mega viel wert. Alter, geil. Ich hab Plus gemacht. Ich direkt die nächste Karte. Öffne. Oh, scheiße. Auch Müll. 2,30 Flami. Guppi. Oh, Helio. Saploin. Werpu. Alter, Kartenwert. Alter, ich öffne jetzt nur noch Packs. Und dann verkaufe ich die Karten. Ah, oh nein. 24 Cent. 30 Cent. Seht, ja, wieder seht. Nocti. Ich brauche jetzt einen Banger. Angufisch. Sunflak. Scheiße. Ja, einen Ticken Plus gemacht. Oh, oh Gott. Jo, ich war so selber am Suchten, dass ich meine Kunden vernachlässigt habe. Sorry.
Das ist ja geil. Also, wow! Alter, so ungefähr war es bei mir auch. Zack, Alter, er gönnt sich erstmal für $55 geile Pokémon-Karten. Hast du dir verdient, Brudi? Ich öffne gleich noch ein paar Packs. Kaufen, okay, jetzt erstmal müssen wir den Spieltisch kaufen. Spieltisch, ja. 200 Tacken haben wir auch. Kaufen. Ah, dann kommen auch so Leute in den Laden und spielen. Das ist ja cool. Ja, das finde ich cool. Dann können sie, $3 dafür ist fair, das finde ich auch. Aber warte mal, aber $3 ist ja, ich habe ja Ehrenmannpreis. Warte mal, dann mache ich vielleicht sogar auch den Preis anders. Machen wir ihn auf 3. Mal gucken, ob sie dann immer noch kaufen würden. Lassen Sie 10 Kunden im Laden kaufen. Ja, erstmal schnappe ich mich. Aber wie kann ich denn jetzt die Karten verkaufen? Kartenregal. Da müssen wir Shop Level 3 sein. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Wow, ich muss da. Ja, warte mal, ich nehme auch noch mal kurz. Ich öffne gleich. Warte mal. Okay, oh ja, ja Jungs, ich muss kurz gucken. Oh, Minster. Guppy, Klavab, oh ja, das ist eine gute. Oh, Nimbliss. Schmutz. Okay, war auch gut. Okay, ich muss kurz noch die nächste Karte. Warte kurz, Klavab. Shellow, Flami, Nocti, Minstar. Oh, Minstar war gut. Pygmy. Oh, Krobib. Junge, von denen noch nie gehört. Ja, Leute, ihr müsst jetzt kurz mal im Laden ein bisschen warten. Ah, Werbo ist Schmutz. Tetron. Ah, schade, hatten wir noch nicht. Kitsune, nix wert. Wurmgel. Immerhin. Ja, warte, ich muss doch kurz. Ja, Schmutz. Oh, der sah cool aus, aber Schmutz. Ah, Nanomite. Kyron. Ah, waren keine Banger dabei. Nee, oh, wir haben zum ersten Mal Minus gemacht. So, Geld müssen wir wieder reinholen. Ah ja, Wechselgeld, chillig. Na, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr. So, jetzt sind nämlich die Beträge auch schön glatt. Das ist eigentlich echt gut. 14 kann man einfach besser rausgeben. Ah ja, guck mal, da hinten spielt einer. Aber irgendwie will niemand mit ihm spielen. So, warte mal, ich habe ja noch Karten, die ich hier auffüllen kann. Den Booster. Ich meine, es ist ja gerade nicht so viel zu tun. Ich könnte ja noch mal ein bisschen öffnen, ne? Ich meine, wenn jetzt gerade niemand da ist, ich öffne noch mal 3 Packs. Komm schon, da muss doch jetzt was Gutes drin sein. Ah, Minster Nanomite. Oh Gott, Junge, der ist ja gar nichts. Oh, Tetron. Klavab. Angufisch. Aber, da sehe ich die ich noch nicht hatte. Oh, er stinkt auch ein bisschen, oder sie? Ja. Tetron, neu. Blub. Nimbliss. Mufflin. Ja, komm, warte, das steht schon wieder. Oh, guck mal, krass, die spielen jetzt. Mufflin. Ja, oh, der war gar nicht so schlecht. Obwohl, $3 sind das ja. Obwohl, Einkaufspreis ist es ja bestimmt ein bisschen niedriger. Ist eigentlich ganz gut. Oh, 21 zurück. Moin. Oh. Er gönnt. Er ist süchtig. Hier, bitte. Guck mal, jetzt spielen die beiden. Das ist cool. Wo sie. Ach, da, ich habe schon Level 3. Ja, weil wir haben doch jetzt hier auch die Grundlagenkartenbox. Ach so, Lizenz. Das brauche ich jetzt noch nicht. Zubehör. Reinigungsmittel. Ich weiß halt nicht, ob das so cool ist. Erweiterung brauche ich erstmal auch nicht. Shop ist groß genug. Ah, ja, stimmt. Ich hätte ganz gerne hier das Kartenregal. Ja, Mann. Weil dann können wir doch auch Karten verkaufen. Oh, es ist jetzt schon ein bisschen dunkel. So, dann können die Leute hier auch noch ein paar Karten. Und kann ich jetzt bewegen, Karte legen? Ah, yeah, meine teuren. Album sortieren nach Preis. Und sind das die günstigsten? Oh, da ist jemand. Ich mach kurz Album schließen. Guten Tag. Danke. $8 für Sie. Zurück. Ich muss jetzt erstmal Karte legen. Da. Nee, ich glaube, das sind die billigsten Karten. Und das hier die teuersten. Jawohl. Und da muss ich jetzt noch einen Preis festlegen. Marktpreis 8,12. Dann mache ich ihn für die Karte für 8. Ich kann keinen Punkt setzen. Komm. Junge, dann bin ich für $8. Dann kommst du da rein.
Du gehst raus für 7. Ah, komm, wir können auch höher machen. Gucken mal, wer es dann kauft. Cool, dass man richtig so ein Sammelset hat. Oh, jetzt kann mal jemand Licht anmachen? Ah ja. Ich arbeite auch die ganze Nacht, oder? Kann das sein? Ey, was mache ich denn da gerade? Ich Trottel. Habe ich das die ganze Zeit manchmal falsch gemacht? Habe ich deswegen so wenig verdient? Was ist das? Oh, er kauft eine Karte! Geil! Aber ich hätte am liebsten jemanden, der das für mich erledigt. Weil das ist schon ein bisschen so Sisyphus-Arbeit. Ich meine, wenn du so die ganz teuren Karten hast, dann lohnt sich das vielleicht. Aber irgendwie habe ich keine teuren. Guten Tag, Ma'am. Ja. Willst du ein Quapuzzel? Ah, du guckst den beiden zu, wie sie ein bisschen daddeln. Ja, ist cool. Er stinkt ein bisschen. Was ist denn los? Bist du am Verlieren oder was? Verlieren ist nicht schlimm. Das Ding ist, habe ich ein Zuhause? Scheinbar nicht. Moin. Ah, du willst nur eine Karte für $2. Okay. Chillig. Ah, Eingabetaste nächster Tag. Oh, 10 Leute. Warum waren 10 Leute unzufrieden? Lieferkosten, Upgrade-Kosten. Ne, wir haben halt viel Geld ausgegeben. Ich muss zugeben, in Retro-Perspektive, dieser Kartentisch, der ist jetzt nicht unbedingt der geilste. Ich öffne aber noch mal ein paar Packs. Könnte ja was Gutes drin sein. Es muss doch auch mal so richtig teure geben. Das. Mann, nur Schmutz. Oh nein. Okay, direkt der nächste. Oh ja, ja. Der sagt mir auch immer an, ob. Oh, neue. Ah, 5, Alter, der glitzert. Das war ein Banger. $10. Ja. Ist okay. Junge, ich zieh mir selber die Packs. Lup. Oh, Helio, Alter, $8. Junge. War auch wieder an sich gar nicht so schlecht. Also zumindest kann ich hier wieder ein paar. Ah ja, für 8. Ja, bleibt da drin. Oh ja. Für 6. Dann haben wir ihn hier noch. Für 4. So, wir haben doch jetzt auch wieder. Achso, ist closed. Nehmen wir mal open. Moin. Hier ist der Kassenbereich. Bisschen dreist, aber okay. So, welche Karte? Junge, das zahlst du mit. Also es wäre gut, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt die fertigen Karten, sondern auch teilweise die richtigen Boxen kaufen würdet, okay? Weil das ist ein bisschen Arsch. Nee, jetzt nicht da nur eine Karte. Kauft doch da hinten die Karten. Weil das Blöde ist. Kann ja auch mal Licht anmachen. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn die Karten kaufen, dann kaufen sie die anderen nicht. Aber das stimmt scheinbar gar nicht. Gesamt $20. $2 dafür ist fair. Finde ich auch. Aber warum kaufst du dann nur ein Paket? Was soll das? Und spiel doch mal mit dem Typen da vorne. Ah, macht sie auch. Korrekt. Ah, bei Shop Level 10 kann man auch Mitarbeiter sich holen. Rechnung bezahlen. Oh, na. Was? Die Miete, Strom, Leute, ich versuche doch jetzt hier gerade auf die Beine zu kommen, nachdem ich relativ viel Geld ausgegeben habe für meine eigenen Pokémon-Karten. Wow, ich muss eins davon nehmen. Ja, aber davon musst du auch ein bisschen nehmen, okay? Ja, gönn dir mal rein. So, wow. Immerhin. Aber damit werde ich ja nicht reich. Gut, ich glaube, man wird mit so einem Pokémon-Kartenladen auch eh nicht reich. Das ist mehr so Passion. Es geht auch nicht immer darum, das meiste Geld zu verdienen, sondern manchmal geht es auch, einfach darum, dass man so ein bisschen so eine Art Erfüllung findet. Und so ist es bei mir ja auch nicht anders. Am Anfang war es halt so, Alter, ich will einfach nur Computerspiele spielen. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Alter, Computerspiele spielen. Und da hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, ob man damit irgendwie, keine Ahnung, viel Geld verdienen kann, sondern man dachte sich, ich habe Bock, was mit Computerspielen zu machen, aber für Spieleredakteur bin ich zu dumm. Und dann habe ich Let's Plays gemacht. Und heutzutage sind so ein bisschen Let's Player wie, ja, im entferntesten Sinne wie so Spieletester.
Bei mir ist es ja so, ich spiele ja wirklich gefühlt alles, was mit Simulatoren und so weiter zu tun hat. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob es jemanden im deutschsprachigen Raum gibt, der schon so viele verschiedene Spiele gespielt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt, um Gottes Willen, ich weiß es halt einfach nicht, ob ich der bin, der am meisten verschiedene Games gedaddelt hat. Aber ich bin auf jeden Fall, also Top 3. Spontan wird mir niemand einfallen. Auch allein durch meine schiere Anzahl an Videos. Ich habe ja wirklich die letzten Jahre so gut wie jeden Tag 2 Videos gebracht. Klar, am Wochenende jetzt nicht mehr. Wochenende ist dann meistens ein Video. Auch einfach, weil ich dann Zeit mit der Familie verbringen möchte. Und es ist dann einfach deutlich leichter, wenn dann eben am Wochenende ein Video kommt, anstatt 2. So, wir sind noch Level 3. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich dieses grundlegende Kartenpaket 64er Lizenz. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Dieses Reinigungsmittel wäre vielleicht nicht schlecht. Soll ich mal? Ich kaufe mal Reinigungsmittel. So, moin. Aber man macht doch seine Karten nicht sauber. Oder doch? Die lässt man doch sozusagen so flawless. So, warte mal, jetzt Figuren. Boah, was? 152 Reinigung. What? Er hat gutes Paket. Oh, alle Karten wurden auch schon verkauft. Die Leute hatten Bock. Ich meine, habe ich denn noch irgendwas Cooles auf Lager? Ich glaube nämlich nicht. Nocti? Nocti war doch nichts wert. Ah, doch, 3. Ja, aber das ist jetzt... Das sind nicht die Heftigen. Naja, guck mal hier. Oh, die haben jetzt... Oh, jetzt sitzt sie da. Guter Preis. Ja, bei Paletto ist guter Preis. Ehrenmannpreis. Unser Problem ist nur, wir haben bald keine Karten mehr. Und ich brauche ein bisschen Kohle. Ja, ich muss ja die Karten... Es muss ja hier Karten... Ich bin Kartenshop. Ja, wir müssen neue Pokémon-Karten kaufen. Und zwar 3 Stück. Jo, danke. Damit das da auch mal wieder voll ist. Spielt doch mal jemand bitte mit der Dame da vorne. Weil wir haben jetzt auch schon 8 von 10 Leuten, die bei uns im Laden Karten gespielt haben. Sehr gut. So. Oh ja, paar geile Booster. Es gibt ja auch Magic the Gathering. Dafür hatte ich auch mal ein Placement. Da habe ich mit so einem Pro zusammengespielt. Das war so ein Turnier. Das war auch echt cool, Junge. Ich habe zwar nicht so viel gecheckt, aber... Magic ist schon geil. Ich habe ja auch gerne zum Beispiel am PC, als es rausgekommen ist, Hearthstone gedaddelt. Auch super geil. Ich weiß, dass da, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, Criparian. Crip, der hat früher World of Warcraft gedaddelt und Diablo und ist dann, glaube ich, auf Hearthstone so ein bisschen hängen geblieben und ist jetzt Hearthstone-YouTuber. Auch super geiles Game, aber wurde mir irgendwann zu kompliziert. Oh, ich konnte noch mal 1, 2 Karten öffnen. Hier ist so kleine. Komm her jetzt hier. Ich hätte gerne mal wirklich so ein Glurak-Ding. Ich gucke die mir alle schon gar nicht mehr an. Es geht einfach nur darum, aufzureißen. Und dass er mir dann jetzt hier einmal sagt, Alter, du hast einfach eine Karte für, keine Ahnung, 900 Euro gezogen. Aber, oh, habt ihr jetzt Münster gerade gesehen? Alter, what? Junge, einfach so ein heftiges Münster. Krass, $43. Oh, what? Wurmgel. Alter, und ich werd hier nur noch Packs öffnen, Alter. Was soll ich das hier machen? Da muss ich mich ja nur mit Kunden rumärgern. Aber stattdessen kann ich jetzt hier auf den Lachs legen, Junge. Mein Wurmgel, was einfach, das verkaufe ich für $190. Boots. Und, was hatten wir noch? Hier. Alter, 190 ist heftig. Und dich verkaufen wir für 46. Junge, ich öffne die Packs. Ah, okay, ja, warte. Oh, er kauft mir meine Packs weg. $30. Ah, schließe 100 Checkouts ab. Ja, warte, erstmal kurz ein paar Packs. Oh nein, das ist so ein stinkender. Kauf mein Wurmgel. Ja, nichts Heftiges. Weg, 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 weg. Direkt nächstes aufreißen. Na, $3. Oh, $13. War gut, war gut. Nächstes Ding. Ich mach gleich Laden zu, um einfach nur Packs zu ziehen. So, komm. Oh, Klavop. Nochmal ein Normalo-Wurmgel. Alter, war auch gut, aber die anderen waren natürlich heftige Banger. Oh ja, ein Shiny Shallow. Oh, wir haben immer noch Packs.
Ja, Esmerie. Ja, kein Banger dabei. Oh, was ist der? Alter, was geht denn bei dir ab? Junge, er ist der reichste Mensch der Welt. Elon Musk, bist du's? Bitte sehr. Krass. Er hat sich hart gegönnt. Ich gönn mir auch noch mal kurz. Komm schon, Alter. Jetzt. Da muss er noch mal... Oh, ja, das war nicht schlecht. Aber... Ja, aber... Mufflin, was soll das? Oh, die stinkenden. Oh ja, das war Arsch. Warten Sie ganz kurz, Sir. Jetzt nur... Ja, das ist für zwei, die verkaufe ich eh nicht. Man will ja eigentlich nur die, die auch schon echt gut was wert sind, veräußern. Hat man halt für seine Kartensammlung. Wartet, ich muss kurz mal auf. Wer ist da gerade durchgehuscht? Ja, auf Fünfer. Na, fast schon das Beste aktuell. So, moin. Danke. Gib kein Wechselgeld. Oh, was kaufst du? Hat jemand schon den heftigen gekauft? Nee, oder? Nee, den von 119 noch nicht. Oh, nächster Tag. Zack. War gut. 28 Kunden. Sehr nice. 146 Profit. Geil. Leute, ich würde auch sagen, das war's mit einer kleinen Runde von Paletto's Sammelkartenladen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei. Da gibt es den kleinen süßen Mini-Paluten. Da gibt es zwar keine Pokémon-Karte dazu, aber ein Autogramm von mir. Ah, neue Folge vom Effie und Käffchen Podcast ist auch am Start. Gönnt euch. Und jetzt euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.